Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit Werder Bremen. Ja, wir sind im Finale dieser Saison und ja, im letzten Spiel hatten wir ein dramatisches Spiel gegen Hoffenheim, zumindest für mich. Wir hatten mit der schlechtesten Mannschaft gespielt, die überhaupt geht bei uns. Okay, bis auf Ceteran, die Nummer 3, war eigentlich alle schlechten Spieler in Anführungsstrichen dabei. Heute können wir aber endlich mit unserer Elf spielen, auch wenn Yannick Westergaard, Uja und Busch ein bisschen angeschlagen wirken. Trotzdem, es muss sein. Und ihr seht, ich kann jetzt endlich mit einer A11 spielen und auf der Bank habe ich so nach Bargfrede, Lorenzen und Guedes und sogar noch Clemens Fritz. Also wir haben jetzt endlich ein bisschen Alternativen auf der Bank und jetzt können wir uns ins wichtige Spiel gegen die Spurs schmeißen mit einer fitten Truppe, die auch die Möglichkeit hat, realistisch vielleicht etwas zu drehen an der Wild Hart Lane. Wir brauchen ein kleines Fußballwunder, das ist klar. Wir haben das Hinspiel mit 0:2 verloren. Da mussten wir auch ziemlich viel Alternativen einbringen. Wir mussten ziemlich viel wechseln. Und eigentlich wollte ich die Freistöße jetzt mal ein bisschen anders machen. So. Oh, super, okay. Fängt schon mal super an. Wie gesagt, 2:0 verloren im Weserstadion. Wir brauchen ein kleines Wunder. Ich werde von Anfang an auf Offensive spielen. Also ich werde von Anfang an alles in die Waagschale schmeißen. Sofort auf sehr offensiv, hoher Druck, Pressing gehen. Wir werden versuchen, hier ein kleines Fußballwunder zu schaffen. Die Tottenham, die Spurs hier ans Limit zu spielen. Ich habe euch ja gesagt, die Liga lassen wir jetzt so ein bisschen passieren. Ignorieren wir volle Konzentration auf die Fußball-Europa League. Harry Kane hat in den letzten 3 Spielen 3 Tore gemacht. Gegen uns 1 und im Spiel vorher 2. Also sozusagen in den letzten 2 Spielen 3 Tore. Klar, Tottenham ist ihr Favorit. Das war schon vor der Partie klar. Das wird ein richtig, richtig schweres Spiel. Die Spurs spielen mit der gleichen Startformation wie auch schon im Hinspiel. Also wieder ohne Danny Alli in der Startformation. Und wir mit einigen Wechseln. Im Vergleich zum letzten Spiel sogar insgesamt 11 Spieler. Im Vergleich zum Bundesligaspiel sind es 11 Änderungen. Ihr seht, Bartels in der Startformation, Start Bargfrede. Bargfrede ist halt die defensivere Alternative zu Bartels. Aber ich habe natürlich gesagt, wir spielen hier auf Offensive, deswegen Bartels in der Startformation. Und von der Bank, wie gesagt, noch Guedes. Auch den schnellen Keita habe ich in der Startformation statt Guedes. Keita ist halt ein bisschen noch offensiver. Das von der Bank Lorenzen und Guedes können wir dann nochmal später in die Mannschaft schmeißen. Also, der Schiedsrichter pfeift an. Ich schmeiße jetzt schon mal gleich mal alles in die Waagschale. Wie gesagt, in dieser Folge werden wir voll Druck nach vorne spielen. Also, ab geht's und sofort den Ball nach vorne. Wir brauchen Tore. Natürlich kann das hier heute richtig schief gehen und wir könnten hier eine richtige Klatsche von Tottenham kriegen. Weil wir halt von Anfang an nach vorne spielen werden. Auf totalen Angriff werde ich noch nicht spielen. Das ist noch zu früh. So, langes Zuspiel nach vorne zu. Ja, das ist aber ein bisschen zu lang. Schade. Aber ihr seht schon meine Richtung. Voll auf Offensive. Einfach Spurs unglaublich früh unter Druck setzt. Das wird ein laufintensives Spiel. Auch deswegen. Ah, Bartels, verdammt. Ich hätte nicht erwartet, dass ich an den Ball komme. Auch deswegen habe ich im letzten Spiel die komplette Mannschaft weggelassen, weil ich weiß, das wird hier ein laufintensives Spiel. Das wird ein brutal laufintensives Spiel. Wir werden anlaufen, laufen, 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 laufen. Wir werden wahrscheinlich so viel laufen wie noch nie in diesem Let's Play. Ja, jetzt kommt aber erstmal Tottenham. Wiedwald. Und der macht er denn trotzdem noch. Das gibt's doch gar nicht. 1:0. Macht aber nichts, wir brauchen jetzt 3 Tore, nur das Ding, wir haben keine Verlängerung heute. Okay, Entschuldigung, ich lasse die Wiederholung jetzt nicht drin. Sonst mache ich ja die Wiederholung des Gegners drin. Wie gesagt, das kann hier auch nach hinten losgehen. Wir können auch hier eine richtige, was richtig kassieren. Aber ich muss so viel mit so viel riskant spielen. Geht da!
Und natürlich Endlori. So, Ecke, Bastas Sikoglu. Und, oh, Lurie. Busch. Sagt, Tottenham ist halt nochmal ein anderes Kaliber. Als die ganzen anderen Gegner, die wir bisher hatten. Lokomotive, Moskau, Everton, Wolfsburg. Das sind alles im Vergleich zu Tottenham überhaupt keine Vergleichsbilder. Heuberg. Bartels. Öztunali. Öztunali! Und natürlich hin wieder Lurí. Oh. Lass doch mal so ein Ding durch, Lurí. Ecke. Und Lukimia und wieder Lurí. Das gibt's doch gar nicht. Ah, das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits. Das ist Uja. Und das ist Finn Bartels. Ausgleich. Jetzt nimm dir den Ball. Jetzt nimm dir den Ball. Nimm dir den Ball. Nimm dir den Ball. Und lauf nach vorne. Hier nochmal das Schauen wir uns an. Finn Bartels. 1:1. Damit brauchen wir nur noch 2 Tore. Weil den hätten wir nämlich 3 Auswärtstore. Es würde dann zwar 3:3 stehen im Endresultat, aber dadurch, dass wir mehr Auswärtstore erzielt hätten, wären wir eine Runde weiter. Nur noch 2 Tore sind es. Was ist die Kuglu? Heuberg. Schlampiger Ballverlust. Sache gegen Schalke könnten wir vielleicht auch sogar dann wieder mit dieser C11 spielen, aber das ist mir völlig egal. Solange wir das Ding hier auf den Kopf drehen. Ich will am Ende nicht sagen, ich hätte nicht alles versucht für dieses Spiel. Bartels, Ballverlust. Das will ich mir am Ende dieses Let's Plays nicht vorwerfen, dass wir nicht alles versucht hätten. Ich habe ja auch im Hinspiel alles versucht, aber wenn du mit solchen Spielern spielst wie Groß, ist es halt unmöglich. Oder Luca Caldirola, Feine. Was? Gelb für Heuberg? Warum? Ist mir jetzt egal, warum. Einfach den Einwurf. Busch. Versuch mal den Seitenwechsel auf Keita. Und der kriegt jetzt zu spielen. Ah, oh, dann blockt natürlich noch dieser Mason. Ja. Bartels bisher mit einem starken Spiel. Ah, oh, Santiago. Luki. Hat mir so gefehlt in den letzten Spielen. Vestergaard. Stark. Bartels. Keiner vorne. Das gibt's gar nicht. Warum bist du nicht vorne, Bastas Tikoglu? Viel zu sehr zentral gewesen. Das gibt's doch nicht. Der blockt der ab. Ich dachte schon, der Ball ist im Zentrum. Nee, nee. Da haben die Totten, die verdammten Spurs den Ball so noch abgewehrt. Ja, Santiago. Warte, Öztunali. Ja, Keita läuft. Keita. Keita. Nein, was macht Keita? Habt ihr das gesehen? Ich durfte nicht zum Ball gehen, der stand wohl im Abseits. Ich habe mich schon gewundert, warum geht der weg vom Ball? Ach, come on. Lass es doch laufen, Schiedsrichter, komm. Ach, Kyle Walker ist aber auch kein Noob, ne? Auf jeder Position sind die eigentlich tausendmal besser als wir. Auch in der Breite sind halt die Spurs tausendmal besser als wir. Dazu fehlt uns noch unser wichtigster Mann. Mit Thielemans. Macht die Sache nicht leichter. Ja, stark gespielt. Nein, Bastas Tikoglu. Schlechte Ballannahme. Aber er kriegt noch den Ball. Mann, du warst im Hinspiel so gut. Hatte 2 gute Großchancen. Hatte halt nur Pech wegen diesem verdammten Lurí. Das gibt's doch nicht. Die kriegen die ganze Zeit Ballkontrolle. Heuberg. Schön. Busch. Heuberg. Lauf, Bastas Tikoglu. Lauf. Genau. Nein. Was machst du, Pierre-Emil? Das gibt's doch nicht. Mann, Pierre-Emil. Du musst direkt spielen. Aber Bastas Tikoglu war auch schwach, dass er sich da nicht gelöst hat. Eriksen. Dann kriegst du einen, Alter, und dem auch den Ball. Schadli. Nein. Kane. Busch. Sorry, dass ich schlecht kommentiere gerade, aber das ist egal.
Mann, und dann pfeift der Asi auch noch ab. Ja, sorry, wenn ich heute schlecht kommentiere. Aber ich brauche halt Konzentration fürs Spiel. Mann, 1-1 nur. Wir brauchen noch zwei Tore, irgendwie. FIFA kann halt man nicht noch offensiv machen. Man kann zwar noch totalen Angriff machen, aber wie gesagt, den machen wir erst später. Komm, lauf doch, Mann! Nicht immer nur gucken. Nicht nur gucken, Kate, da laufen. Lauf doch mal, löst dich doch da hinten mal. Das gibt's doch gar nicht. Wenn ich immer diese Spieler sehe und du mit vollem Angriff spielst und diese Spieler sich dann nicht lösen. Komm, wartet's, genau. Uja, Keita. Schön. Gegen Walker. Keita. Nein, dann verliert er den Ball. So lächerlich. Der Ball im Aus. Bezunali hat ihn. Bring ihn in den 16, aber nicht so. Aber doch. Und. Oh, Luri. Ah, Bartels. Uja. Bezunali. Passasikolo. Nein. Abseits. Ja komm, hör auf. Warum jubelt ihr denn noch weiter? Zum zweiten Mal abseits. Nein, Tobi, Alter, wird mit dem Fehler und er macht nicht den Schritt zu früh. Ah, jetzt kommt Mason. Da kommen die Spurs. Ist klar. Suche natürlich Entlastungsangriffe. Okay, da. Oh, dann geht er wieder ins Aus. Wie gesagt, die sind halt qualitativ tausendmal besser als wir. Man muss sich halt einfach nur die Bewertung der Mannschaft angucken. Ah, Buschi. Und dann kommen die da durch. Der hatten die sich da durch. Weil sie einfach die viel größere Qualität haben. Ja, das ist ein Spiel für uns besser gelaufen, dann wäre das auch deutlich möglich, aber mit 0-2 Rückstand aus dem Hinspiel wird es natürlich nicht leichter. Keita, jetzt lauf. Lauf, Keita, komm. Und da ist er mit der Sözunale, warum läuft Uja nicht in den 16er? Das gibt's gar nicht. Lauf. Okay, ich schmeiß jetzt alles nach vorne. Na, löst dich doch! Löst dich in den Strafraum, Uja! Du bist Stürmer, nicht Mittelfeldspieler. Ja! Super, dann kriege ich auch noch WhatsApp-Nachrichten hier. Schlimm genug. Und Yannick. Na, hörst du Nali? Warum bist du auch hinten, Yannick? Du musst nach vorne. Nicht Luki. Yannick. Stark gemacht. Komm, Yannick, lauf. Ein bisschen Pace brauchst du. Oh nein, komm, Santiago Rago, nicht direkt ins Zentrum orientieren lassen. Wildwald. Mann, ich muss wechseln, komm. Passt das die Kugel heute schlecht raus. Was machen wir? Pass auf. Ich schmeiß mal alles nach vorne. Alles nach vorne schmeißen, was es gibt. Santiago Garcia geht nach vorne. Wird vielleicht sogar noch ausgewechselt. Lorenzen, Öztunali. Genau, schmeißt sich den nach vorne. Und Guedes bringe ich jetzt auch nochmal. Ich weiß, es ist mega riskant, was wir jetzt spielen, aber... gesagt, ich will nicht am Ende sagen, auch wenn wir vielleicht hier noch das zweite, dritte kassieren, das ist mir völlig jetzt egal. Jetzt lauf was, das ist gut. Noch offensiver kann man halt in FIFA leider nicht spielen. Heuberg. Und Uja! Und wieder Lori. 16 Minuten noch. Keita. Bartels! Und dann kriegt er den Ball noch ins... Dann kriegt er den Ball noch ins Spiel. Dann kriegt er mit der Hacke noch den Ball. Das gibt's doch gar nicht. Nein, Lorenz. Nein. Kane, komm. Wieder halt. Steh auf, komm. Nein, was macht der? Wo spielt er den Ball hin, Mann?
Guides, komm. Buschi. Lorenzen. Und da hinten ist Toni Ucha! Was für eine Parade von Luri! Was eine Monsterparade von Hugo Lloris. Ja. Ja, das war schwach. Leim aber am Ball. Und wieder ist es Toni Ucha! Anschluss! Nur noch 2:1. Gerade eben die Monsterparade von Lloris. Jetzt ist Ucha da. 2:1 Führung gegen Tottenham. Noch ist nicht Schluss. 6 Minuten plus Nachspielzeit haben wir. Greta. Öztunali. Guedes eingewechselt. Gonzalo Guedes. Lässt Walker stehen. Kai Walker. Nein, das gibt's doch nicht. Er kommt doch mit der Grätsche. Gonzalo Guedes macht das stark. Gonzalo Guedes bringt den Ball in die Mitte, aber der wird noch abgefälscht. Er wird abgefälscht. Es muss Eckball geben. Oder Freistoß. Und es gibt Geld für Kai Walker. Das heißt, er muss sich in den letzten Minuten nochmal zurückziehen. So, Freistoß, Cater. Und in der Mitte, Pierre Höbig. Höbig schießt und der Held, der Luri. Oh. 2 Minuten. Knapp bemessen. Geht, der läuft. Oh. Kriegen wir noch eine große Chance? Ah, Spurs spielt halt konzentriert. Nein, Son. Vestergaard, den musst du haben. Vestergaard, nein, Yannick. Yannick, halt den doch auf. Halt diesen Scheiß. Ja, komm, kriegen wir noch eine Szene. Wieso gab's auch nur 2 Minuten, Alter? Ich hab alles nach vorne geschmissen. Es gab Ecken, es gab Freistöße. Und am Ende verlieren wir. Das war's, Freunde. War so knapp. Aber Hugo Lloris war halt einfach nicht zu bezwingen. Scheibenkleister. Vielleicht hätte ich auch den Freistoß mit jemand anderen schießen müssen. Ich weiß es nicht. Am Ende kann man immer noch philosophieren, was hätte man anders machen können. Aber ich habe wirklich versucht, alles nach vorne zu schmeißen. Wir haben alles nach vorne geschmissen. Ich habe ja noch Guedes gebracht mit Lorenz, nochmal ein paar schnelle Spieler gebracht. Aber am Ende hilft es leider nichts. Wir sind leider ausgeschieden. Das heißt, das Europa League-Finale findet leider ohne uns statt. Und es geht sogar ins Elfmeterschießen zwischen Rom und Marseille, also zu 100% bis in die Verlängerung. Wir werden gleich schauen. Und Marseille hat sich nach Rom hat sich nach Elfmeterschießen durchgesetzt. Das heißt, Rom trifft im Finale auf die Tottenham Hotspurs. Schade, 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 liebe Freunde. Da war viel drin. Da lobe ich meine Mannschaft, muss ich auch sagen. Da muss ich einfach auch meine Mannschaft loben. Bayern hat sich letzte Woche den Titel gesichert. Aber ich sag mal so, wir stehen noch in die DFB-Pokalfinale. Copa, da Champions League. Chelsea hat Valencia im Hinspiel geschlagen. Real Madrid hat Menu geschlagen. Die spielen noch. Ja, das Finale heißt Tottenham gegen Rom. Wir haben alles in die Waagschale geschmissen, wir haben alles nach vorne geschmissen und ja, am Ende reicht es leider nicht. Toni Ucha am Ende mit 6 Treffern in dieser Europa League. War ein starkes Turnier von ihm. Tielemans 5 Treffer. Der hätte uns natürlich noch geholfen, aber
Sollte leider nicht sein. Am Ende sind wir leider ausgeschieden. Liedwald hat gerade mal 3-0 gespielt in dieser Europa League. Am Ende sollte es leider nicht sein mit dem großen Finale für uns. Und ich würde sagen, die Bundesliga schließen wir jetzt langsam ab. Nächste Folge ist dann Schalke und Freiburg in einer Folge. Dann gibt es das Bundesliga-Finale gegen Hertha BSC. Nee, das machen wir anders. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge spielen wir gegen Schalke, Freiburg und Hertha BSC Berlin. Das wird eine längere Folge, weil wir gucken uns nochmal die Bundesliga an. Dann spielen wir gegen den HSV das DFB-Pokalfinale und dann gibt es nochmal eine Folge, wo wir uns nochmal die ganzen Statistiken angucken. Teambericht und die anderen Ligen und alles Mögliche. Also in der nächsten Folge gibt es dann das große Finale der Bundesliga, Schalke, Freiburg und Hertha. Schauen wir uns nochmal die Bundesliga an und ja, ich bedanke mich jedenfalls für eure Aufmerksamkeit. Es hat mich gefreut, dass ihr heute bei mir dabei wart. Leider hat es am Ende nicht gereicht. Wir müssen ein bisschen ein paar Änderungen machen, wie ihr seht, aber wenigstens Guedes zum Beispiel, Bargfried, die können noch locker spielen. Ich hoffe, es war für euch wirklich dramatisch und spannend und ihr habt mit mir mitgefiebert in diesem engen Fußballspiel. Am Ende war aus meiner Sicht ganz klar Hugo Lloris Man of the Match. Ist mir völlig egal, was EA da gesagt hat von der Bewertung. Ist mir völlig bewusst, was die da hingeschrieben haben. Hugo Lloris war für mich Man of the Match. Der hat einfach alles gehalten. Leider hat man ein bisschen Pech mit den Abseitssituationen. Ich meine, allein der Bassa Sikoglu hat das 1-2 noch gemacht. Es war knapp. Wir hätten es schaffen können. Vielleicht am Ende, aber ja. Sollte leider nicht sein. Ich bedanke mich, wie gesagt, und ich würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder einschaltet zum Bundesliga-Finale. Ciao!